Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, liebe Einschalter. Killer neues FIFA 18. Liegen SBC Packcheck-Rühnchen. Geil, einfach geil. In den letzten Tagen ist wieder ein bisschen was passiert in Ultimate Team. Und zwar gibt es neue Ligen-SBCs. Unter anderem die Premier League, den guten KDB. Kevin De Bruyne hat eine sehr, sehr saftige Karte bekommen, wie ich finde. Ist für mich natürlich wieder ein Ansporn. Mal so einen kleinen Packcheck lohnt sich, diese Ligen-SBC zu machen. Um den guten Mann Kevin De Bruyne. Ja, ihr feiert diese Serie. Wir haben es mit Hamšík gemacht, mit Thiago gemacht. Ich weiß gar nicht, mit wem noch. Ja, da waren ja noch ein paar. Kam sehr, sehr gut an bei euch. Natürlich müssen die Sets nicht so bei euch sein, wie sie bei mir sind. Ja, im Grunde genommen dient das zu eurer Unterhaltung, Freunde. Ja, klare Kiste. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen mal wachrütteln, der sagt, oh, nur für die Packs, das lohnt sich nicht so wirklich. Da brauche ich schon ein bisschen mehr Glück. Ultimate Team brauchst du generell viel, viel Glück, gerade was Packs angeht. Würde mich hier natürlich wieder sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, ihr feiert dieses Format, Serie, ja, was weiß ich. Feiert ihr ja, dass ich mal so eine ganze Ligen-SBC durchballer und dann einfach wir zusammen die Packs davon öffnen und gucken, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht am Ende. Kam ja noch eine Menge anderer SBCs, da natürlich mit Low-Rated. Griezmann ist, meine ich, noch da. Dann weiß ich gar nicht mehr, ob da noch eine ist, die interessant ist. Könnt ihr sehr, sehr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob wir die Griezmann eventuell auch in naher Zukunft mal machen sollen und in so ein Video packen. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein. Bevor wir reingehen, wird auf jeden Fall wieder hier safe die Frage kommen, hast du WrestleMania geguckt? Wie fandest du WrestleMania? Bla bla bla. Ich fand's arschlangweilig. Die Entrance war langweilig. Mit das langweiligste, was ich jemals gesehen habe bei WrestleMania, die Einläufe. Überhaupt keine Gedanken gemacht. Triple H kommt seit 3 Jahren immer gleich raus. So kommt mir das vor, immer mit seinem Motorrad. Das war das beste Match für mich. Ronda Rousey und... bleibst du hier stehen? Kurt Angle, Triple H, Stephanie McMahon. Den Rest, ich habe mich null unterhalten gefühlt. AJ Styles, Shinsuke Nakamura. Das war nix. Und ja, ich spiele wieder Supercard. Aber ich spiele Supercard für mich privat ab und zu mal. Dazu werde ich keine Videos, so wie ich habe da keine Zeit für, Freunde. Ich habe für Supercard einfach keine Zeit. Das Spiel macht mir aktuell wieder Spaß. Ich suchte es aber nicht großartig. Ab und zu gehe ich mal rein, daddel ein bisschen. Ja, wenn ihr Supercard-Videos haben wollt, geht nach Christian On Air. Ich hau euch den Link unten direkt als ersten Link in die Videobeschreibung rein. Geht darüber. Das ist der Grund, warum ich wieder so ein bisschen angefangen habe zu zocken. Kannst du dir sehr, sehr entspannt geben. Den guten Mann ist, glaube ich, auch ja höchste Stufe aktuell. Also da kriegt er ordentlich was zu sehen. Wer Supercard spielt, checkt den Kanal auf jeden Fall ab. Wer da mal hingeht, vorbeischaut, knallt da mal gut ruhig in die Kommentare. Hashtag Kellergang. Ja, freut er sich. Und dann gehen wir rein. Abfahrt jetzt hier. Muss natürlich hier noch das letzte Team mit abchecken. Ich hatte hier alles im Verein. Ich musste nur Rose und Wanyama holen. Von daher interessiert mich dann nicht, ob das zu teuer ist oder nicht. Ich musste keinen kaufen. Vom Gesamten her habe ich knapp fast 380, 400k bezahlt für die SBC. Allerdings, wenn wir uns die Karte angucken, ich glaube, das wird die auch so um den Dreh kosten. Mag mich hier täuschen. 22.000 kriegen wir wieder. Also ich meine, wir sind 350, 400.000. Irgendwie sowas in den Dreh. Ganz genau habe ich es auch nicht auf dem Schirm gehabt. Sehr, sehr starke Karte. 5-Star-Weakfoot halt, ne? Hoch Arbeitsraten. Also das ist schon... Schmeckt. Ausdauer 93. Alles klar. Schreibt es auch mal sehr, sehr gerne in die Kommentare rein, wer den bereits gezockt hat, wie ihr den so findet, weil eure Erfahrungen damit sind, interessiert mich natürlich auch. Wir werden hier heute kein Spiel mit dem Jungen machen. Wir werden die 20 Sets öffnen, die wir uns hart erschwitzt haben im Teambuilding. Ja, manchmal bin ich echt verzweifelt, teilweise gerade bei den High-Rated-Teams wie Man United, Man City. Wir sind teuer. Machst du nichts, Freunde? Bla bla. Hier, wir gehen rein. Erstes Set, Abfahrt. Möchtest du ein paar Schlitze haben? Bisschen Geld wieder reinholen in die Kassen, in die leeren Kassen. Starten nicht mit dem Schlitz rein, das ist natürlich sehr belastend. Ja. Und vor allen Dingen, schreibt mal in die Kommentare rein, ob sich bei euch die Sets gelohnt haben. Würde mich auch interessieren. Was ist das hier? Das waren doch 12 selten, oder nicht? Inks. Wenn das Set schon so scheiße ist, dann ahnt mir hier schon wieder Böses. Jumbo Premium Gold, Abfahrt. Möchte was sehen hier. Möchte was wieder haben. Braucht ein paar Münzen hier. Aber es kommen keine Schlitze. Was ist los? Was sehne ich mich an die Zeit zurück am Anfang, wo die SBCs gerade, immer am Anfang von FIFA, da waren die Sets so OP. So OP. Immer wenn du eine SBC gemacht hast, hast du die gerne gemacht, weil du wusstest, komm, die Chance ist hoch, dass ich ein bisschen Glück habe. Hier ist aktuell nicht viel mit Glück. Ja? Ist dann klein der beste Mann aus den letzten 4 Sets. Wir nehmen mal ein bisschen was von hinten hier. Ein bisschen Mischmasch hier, Gold, Spieler-Set klein. 5 Sets weg, bisher überschaubar, es bleibt überschaubar. Ist hier gerade mal durchgegangen, die Sets sind echt nicht so der Bringer, ne? Das
ist nicht so verkehrt hier, weil es halt nur Spieler sind, 6 seltene. Aber sehr, sehr dürftig. Komm, machen wir mal hier so eine gemischte Tüte. Ja, mit Lakritz und Haribos. Wäre echt cool, wenn wir einen Spieler drin haben, der so 50.000 bringt, damit wir wenigstens ein bisschen uns wieder gerade bügeln, was die Münzen angeht. Bin mir da aktuell sehr, sehr unschlüssig. Mann, geht doch! 3 Stück da direkt. 3 Walkouts sind das. Ah, erster Schlitz. Sonst auch nichts drin hier. Nur Manolas, das war's schon wieder. Haben wir noch mal wenigstens einen Schlitz gehabt, ja? Das habe ich in dem Spiel auch sehr, sehr selten die letzte Zeit gesehen. Okay, da muss doch noch ein bisschen mehr gehen. Ja, da muss doch noch ein bisschen. Wir haben doch hier noch so ein paar interessantere Picks. Komm, machen wir mal das auf. Querbeet durch. Immer in der Reihe, da kannst du kein Glück haben. Quer durch ist genauso scheiße. Was soll denn das hier? Bum, bum, bum. Da ist halt immer überall nur ein Seltener drin. Da brauchst du schon Arschglück, Alter. Da brauchst du wirklich schon richtig Glück. Ich glaube, Benji hat die für mich gestern auch aufgemacht in dem Stream. Also ich habe es gestern bei ihm gesehen. Da war es okay. Immerhin Alexandro hat er gezogen und noch 2 andere. Das ist bei uns bisher, sieht das... Manolas, da kannst du keinen Krieg mit gewinnen. Ne? Sag ich, wie es ist. Ja, Mann! Ein bisschen kritisch immer an die Sache rangehen. Neymar, safe. Wäre auch lustig, wenn jetzt auch Alexandro da drin gewesen wäre. Ja, hätte ich mich auch gefreut, wären 50.000, safe. Die hätte ich mir eingesnackt. Der ist natürlich mal wieder gar nichts wert. 7 Sets verbleiben. Gibt es jetzt hier den großen Endspurt oder? Bisher ist es sehr überschaubar. Sehr überschaubar, wenn ich mal mich zurückerinnere, wie viel ich da reinballern musste. Ja, Man United und Chelsea. Also, natürlich will ich kein 100.000-Set haben oder sowas, aber mal ein bisschen, ein paar 85er oder ein 86er mal im Set drin. Ja, das ist jetzt aktuell gar nichts. Nicht mal ansatzweise. Bum, bum, bum. Komm, Prime Electrum. Ich glaube, da sind nur 3 seltene drin gewesen. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Reicht für einen Schlitz. Reicht. Ist okay. Ja? Ist okay. Das ist ein 84er, der was wert ist. Schön Premier League, Man United. Ja, ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht, für was der weggeht. Weil ich glaube, den brauchst du auch in dem Team, wenn du nicht gerade unbedingt einen Pogba da reinhaust. Ja, hab schon alles gesehen. Auch doch, Price Range 17. Ach Gott. Da wirst du so schnell aus der Euphorie gebremst. Das gibt's gar nicht. Aber den setze ich trotzdem drauf. Tja, wenn du denkst, du ziehst mal einen Big Point, ja, Man United, dann, und der ist einfach auch nichts wert. Endspurt! Läuft doch! Ja, Aguero. Typ Baller wäre jetzt halt auch echt nice gewesen, ne? Nur dafür hat MS da nicht kommen dürfen, ne? Ja, aber Gomez ist kein schlechter Mann. Den ziehe ich auch fast gar nicht dieses Jahr. Also ich persönlich auf meinem Account. Ich glaube, es ist jetzt das zweite Mal oder was, dass ich den sehe. Kein schlechter Mann, aber... Ah, hier, so was wäre in Ordnung gewesen. So immer so ein paar 83er mit drin. Aber selbst das haben wir nicht bekommen. 3 Sets verbleiben. So, hier sind jeweils 12. Hier sind... alle selten. Dann nehmen wir erstmal das hier. Und dann hoffen wir gleich, dass in den letzten Sets was drin ist. Also bisher bin ich sehr, 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 sehr enttäuscht. Schlitze waren da, aber wie gesagt, was wir da bekommen haben, das war nicht... nicht schön. So, come on. Und bisher kann ich die anhand der Packs nicht empfehlen. Generell nicht, weil halt einfach keine guten Sets... Du kriegst keine guten Sets für das, was du abgeben musst. Wenn ihr allerdings den Spieler haben wollt, wovon ich einfach ausgehe, ja, Kevin De Bruyne, wenn ihr die Münzen habt, macht ihr das sowieso. Ja, allerdings würde ich mir an eurer Stelle nicht so viel versprechen, dass hier was drin ist. Weil irgendwie kommt mir das so vor, als wenn generell die Pickrate hier... komplett nach unten geballert worden ist in den SBCs, weil ich sehe da so gut wie gar nichts mehr an guten Spielern. Kann vielleicht auch nur mein Account sein, das weiß ich nicht. Pogba, immerhin hier, ne? Aber letztes Set hier, Abfahrt. Kriegen wir nochmal einen Schlitz? Oder nicht? Da muss jetzt schon was ganz Großes drin sein, dass ich hier... Na, okay. Ist okay. Weil der ist, glaube ich, noch 20 safe.
Sané ist, glaube ich, 20 safe. Was ist das denn für eine Scheiße? Also, sorry. Wir können natürlich so nicht aus einer Aufnahme gehen, Freunde. Klare Sache. Ich habe ein Basic Icon Pack gemacht. Das ist mein allererstes Set und wird auch, denke ich, mein einziges bleiben. Weil, nee, ich habe einfach nicht Bock, so viel Kohle in das Spiel noch zu ballern. Da der Team of the Season kommt, da kommen auch wieder krasse Karten. Mein Verein ist so voll mit Prime Icons, Untrade schon. Die sind auch Untrade. Aber eins möchte ich dann doch noch mitnehmen, Freunde. Auch für euch. Würde mich, wie gesagt, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Auch jetzt hier nochmal für die spontane Aktion hier. Und vielleicht haben wir ja Glück. Ihr seht ja auch anhand meiner Münze. Ich glaube, wir hatten gerade 410.000. Also ich habe ungefähr 60.000 ausgegeben. Das ist dann in Ordnung für eine Basic Icon. Wenn wir denn Glück haben. Erstmal öffnen wir die drei Einspielersets hier. Und dann gehen wir ins große Finale. Am Ende, da ist eh nichts drin. Habe ich noch nie gesehen, dass da was drin ist. Damit gehen wir rein, Freunde, ins letzte Set. Garantierte Icon. Mein allererstes Set und auch letztes davon. Ich bin gespannt. Ich bin jetzt echt gespannt. Haben wir hier einmal Glück? Ja, einmal rein investiert. Wie gesagt, 60.000 haben wir um den Dreh circa jetzt bezahlt. Das ist voll in Ordnung. Voll in Ordnung. Allerdings ist mein Verein jetzt auch komplett rippelrappel leer. Verlieren wir nicht viel Zeit, Freunde. Wir gehen rein in 3, 2, 1. Abfahrt! Der Piero. Nein! Boom! Ist er mit einer der besten, den du ziehen kannst, oder nicht? Richtig geil! Richtig, richtig geil! Feier ich mega! Feier ich mega! Wirklich! Ich hab jetzt schon erst gedacht, Inzaghi, aber letzter Stürmer. Geil! Sehr, sehr geil! Hat sich gelohnt, Freunde! Hat sich safe gelohnt! Schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare rein, wer die Sets auch gemacht hat von euch, was ihr da so gezogen habt. Wie gesagt, war mein allererstes Set davon, hat sich gelohnt. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ultra zufrieden mit, den werde ich safe mal spielen. Mega Bock, Del Piero war Killer damals. Del Piero war absoluter Killer. Geil! Ja, direkt zusammen mit De Bruyne zocken hier, schwacher Fuß, ebenfalls 5 Sterne, also... Muss aber auch 8, na, die Karte ist geil. Sehr, sehr geil, absolut zufrieden. Mega nice. Ja, meine Freunde, dann sind wir auch am Ende angekommen mit einem sehr, sehr versöhnlichen Ende, möchte ich mal sagen. Wie gesagt, ich würde mich hier sehr über einen Daumen nach oben freuen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wünsche euch eine Menge, Menge Packluck. Fatal, weiß ich nicht, ob es diese Woche schon losgeht oder erst nächste Woche direkt beide Spiele. Das kann ich euch noch nicht sagen, aber lasst euch überraschen. Surprise, surprise. Ich bin raus, macht's gut.